Ich sag's ganz klar, ich kann zu jedem Thema rappen, egal was. Fang von Politik an geht bis hin zu Psycho. Stimmt. Yo, Dieter Bohlen, du meinst, wir können nichts, wir können alles. Was du nicht kannst, beweise ich dir dieses Jahr. Alle Girls wollen meine hausgemachte Sahne. I am not a gangster like 50 Cent. Doch ich zieh die Gun und sag, that's your end. I am like a gem to the girls and a G to the man. Yes, I can do what they want to do. You want any problems and they fucking you. Aha, yeah. Oh, yeah. Oh. Yeah. Herr back, back, back. Wir sind wieder back. Wir zeigen euch, wie man richtig rap. Wir sind Kings on the G. An meiner Seite die Brücke, mein G. Yeah. Yo, ho, Brother. Ho. Ja, womit wieder einmal bewiesen wäre, nicht jeder bematschte Bumsprägen, der zu doof ist, eine Bank auszurauben oder fehlerfrei seinen Namen auszusprechen, ist deswegen auch gleich ein Gangster-Rapper. Sollten die beiden jedenfalls als ihr Vorbild wirklich 50 Cent anstreben, dann höchstens als maximal zu erreichenden Stundenlohn beim Gnadenrap mit Lama in der Fußgängerzone. Problematisch ist es allerdings immer, wenn man die Zugluft zwischen den eigenen Ohren selbst für einen kreativen Wirbelsturm hält, was uns zu der einfachen mathematischen Formel führt. Blödheit plus Unvermögen mal Selbstüberschätzung gleich Peinlichkeit mal Fremdscham im Quadrat. Kennt man ja zum Beispiel vom Twitter-Account von Boris Becker. Cool allerdings, dass das eine der drei Stammeltiere von plötzlicher Erkenntnis geblendet freiwillig die Bühne verlässt, um sich zumindest den persönlichen Anschiss von Dieter Bohlen zu ersparen. Dumm und Dümmer waren da leider nicht so clever. Guck, hier in Deutschland bist du vielleicht so ein Pop-Titan oder auf der ganzen Welt, keine Ahnung, wo du überall Pop-Titan bist. Aber ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Willst du Respekt vor den Menschen? Was? Willst du Respekt haben? Ja, klar. Ja, dann zeig zuerst mal Respekt. Ja, aber das war Mensch, wenn du mit... Weißt du, ihr müsst euch, man muss sich Respekt verdienen. Verdienen? Und du stehst dabei nur und machst nur Ja, du checkst nicht mal vom Rap, Alter. Mach mal was. Du kannst nicht mal singen, Alter. Ich glaube, dass der Bohlen gerade gesagt hat, dass er sich mal ficken kann. Behindert, Alter. Was meinst du? Ey, verstehst du mir? Ey, ich bin Blink Blink Selim, the King of Hip, the Kong of Hop. Right, yeah. Ey, ich hab Tourette-Syndrom, verstehst du? Ey, du kannst dich mal f***en, Alter. Selim, cool. Ey, bleib cool, ja? Ey, Blink Blink, bis Blim Blim oder was? Ey, du kannst dir Dieter doch nicht sagen, dass er sich f***en soll. Doch. Ey, bist du bescheuert oder was? Ey, Alter, warum nicht? Ey, du hast selbst gesagt, ey, der ist vielleicht ein Pop-Titan von Deutschland und von die ganze Welt, ja? Aber wovon schon sonst noch? Richtig. Ey, von nichts. So. Geh nicht Alter! Bist du voll doof oder was? Hab ich doch gerade gesagt, wie soll er sich denn f***en, hä? Ganz alleine. Hä? Ey, das geht gar nicht. Wieso? Ey, selber f***en ist anatomisch nicht korrekt, verstehst du? Nee. Da brauchst du zwei zu, hä? Deshalb haben wir auch noch nie Alter, haben wir wohl Weihnachten bei mir im Heim, in meinem Zimmer, das weiß ich noch ganz genau. Ey, bist du schwul oder was, hä? Hey. Was hast du da, was erzählst du? Ey, das war nur Kuscheln mit Fummeln und Zunge, mehr nicht, hä? Ich bin so voll blöd, du Spacko-Spast, ey. Ey, Respekt, ey, pass auf, wo du sagst, ja, ey, ich bin nicht blöd, ja, f*** dich, Alter, ey, f*** dich. Ey, ich hab dir gerade gesagt, dass das nicht geht, hä? Du kannst dich nicht selber f***. Verstehst du? Na dann bummst dich, Alter! Oh Mann, ey, das geht auch nicht, verstehst du? Ey, wir reden hier voll aneinander vorbei, ey, das ist... Boah, das ist aber auch ey, voll kompliziert, ey, die f***en, ey. Ey, hätte ich das gewusst, hätte ich gar nicht davon angefangen erst, ey. Oh, ey, mein Brain brennt, ey. Ja, ich möchte jetzt einen Eisbecher, ey, mit deiner hausgemachten Sahne. Doch. Du, ich glaub nicht, ne. Ich glaube, die willst du nicht haben, Alter. Doch, nee. doch. Wieso nicht? Der hat doch eben gerappt, ey. Hast gesagt, du kannst Sahne machen. Hausgemachte Sahne, hast du gesagt. Das ist metaphorisch gemeint, verstehst du? Das ist gar keine Sahne. Was das? Das ist, was ich mir aus den Nudeln rubbel, verstehst du? Oh, ey,
du bist eine perverse Sau, bist du, ey. Ey, mir wird voll schlecht, ey. Ich hätte mich so auf das Eis gefreut, ey. Und jetzt, boah, bist du eklig, Alter, ehrlich. Geh und f*** dich. Oh Mann, ey, ne, nicht schon wieder, ey. Da, oh, aber ich glaube, nochmal erklären hat keinen Sinn, oder? Stimmt. Party-Oma Babsi versucht einen Neuanfang als Schauspielerin. Babsis Gesangskarriere liegt nun schon 40 Jahre zurück. Heute soll sie in einer Berliner TV-Produktionsfirma zeigen, was immer noch in ihr steckt. Zusammen mit ihrer besten Freundin Margret improvisiert die Rockträgerin eine Streitszene für das Casting-Team. Du alte Schlampe hier mit dem jungen Typen, weißt du? Das ist doch der Oberhammer. Was sagst du zu mir, alte Schlampe? Na ja, weißt du, nur weil du eine dicke Titte hast, oder wie? Na Mensch, ich kann doch auch das mal haben, was du nicht hast. Aha. Halt. Bevor es zu Verwirrungen kommt, das hier sind nicht die Ferris und die Neubauer bei den Proben für die Weihnachtsfolge vom Traumschiff. Nein, dies hier sind ganz gewöhnliche Laien, die Laiendarsteller darstellen, sollen. Denn mit Hilfe dieser schlechten Pseudo-Doku will RTL uns einmal zeigen, wie eigentlich schlechtes Fernsehen gemacht wird. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Jeden Anflug von Intelligenz oder gutem Geschmack umgehen, nur nach dem Hässlichen im Widerwärtigen suchen, Herz und Verstand komplett ausschalten und alles für das bisschen Kohle. Das kann ja nicht gesund sein. Irgendwie so, als würde man dem Teufel seine Seele verkaufen und dann erkennen, dass der Scheck nicht gedeckt war. Nun gut, schauen wir doch mal, wie Rockträgerin Babsi und ihre dicktittige Freundin Margret aus der Altschlampenschule so beim Casting abgeschnitten haben. Bis zu 100 Leute bewerben sich täglich bei uns. Wir haben einmal die Woche eine große Castingrunde. Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass gar nicht unbedingt die Leute, die sich auf eine Rolle bewerben, die perfekte Besetzung dafür sind, sondern die Begleitpersonen. Hast du denn schon mal überlegt, ob du auch ins Fernsehen gehen möchtest? Naja, das ist eigentlich nicht so sehr mein Ding. Da bin ich auch viel zu lange schon von raus. Wieso fragt er dich laufend? Naja, wieso nicht? Er kann ja, doch Babsi, fragen. Gar kein Problem. Also es war natürlich eine wunderbare Leistung, aber das war ja auch nicht anders zu erwarten. Das habe ich ja gleich gesehen, dass du großes Talent hast. Aber hier, Margret, das ist ja unser Überraschungsstar, würde ich fast sagen, hier. Das heißt, nicht, dass ich jetzt ist die Rolle ad acta gestorben, oder wie? Nein, das hat ja gar keiner gesagt. Wir nehmen dich dann einfach in unsere Kartei mit auf, dann rufen wir dich an, sobald wir eine passende Rolle haben. Dich natürlich auch, Babsi, würde ich mich sehr freuen. Aha. Na, das ist ja toll. Ich nehme das fette Luder in ihrer Flättchen-Strickjacke ja mit, als Stichwortgeberin. Und jetzt schnappt sie mir die Weltkarriere weg, oder was? Oder aber wie? Nein, Babsi. Du kommst natürlich auch als Karteileiche in unsere Akten. Die Margret hier, also die hat uns überrascht. Die hat wirklich Talente. Dicke Titten hat die alte Schlampe, mehr nicht. Ja, aber bei RTL ist das Gleiche. Na, hör mal, was sagst du denn da? Ich kann doch auch mal das haben, was du da nicht am Habenton sein hast. Ja, ganz richtig, Margret. Du bist auch genau das, was wir suchen. Also klein, dick, schrumpelig, kannst nicht richtig sprechen und hast ein Gesicht zum Eier abschrecken. Und das Wichtigste, du kostest nix. Wie jetzt? Ich krieg keine Gage am Ton, oder na, was? Na, du bist ja auch keine richtige Schauspielerin. Aha, aber ich war mal Schauspielerin. Ja, deshalb bist du ja auch raus. Tschüss, Babsi. Aha. So eiskalt wird man hier also abserviert. Mhm. Dabei stand bei ihrem Namen, sie wären ein TV-Produzent mit Herz. Ach nein, so etwas gibt es gar nicht. Ich bin auch gar kein echter TV-Produzent. Bis letzte Woche habe ich noch Fische ausgenommen und im Darkroom Rosen verkauft. Ja, na und was ist nun? Was krieg ich jetzt als neuer Fernsehstar? Du, Margret, wirst jetzt berühmt als die verrückte Tittenoma mit dem Sprachfehler.
fliegst aus dem Altersheim, kannst dich nirgends mehr blicken lassen, ohne ausgelacht zu werden und bekommst von uns eine schöne alte Papiertüte zum über den Kopf ziehen. Na, wie klingt das? Na, das klingt ja mal richtig scheiße. Jut ist gebongt. Fernsehnutte. Rockträgerin. Mein RTL.